Dein Printing und Tech Channel. Hallo zusammen! Heute möchten wir gemeinsam den neuen Highspeed-Drucker von Kidi ausprobieren, den Kidi X-Max 3. Wenn euch der Stream gefällt, lasst mir doch einen Daumen oben und über ein Abo von euch würde ich mich riesig freuen. Bis gleich! Herzlich willkommen zu unserem Livestream. Wir freuen uns riesig auf euch. Habt noch ein klein wenig Geduld. Wir legen gleich los. Füllt noch einmal euer Filament auf, heizt die Nozzle vor und richtet euer Druckbett aus. Wir sind sofort startklar. Lasst uns loslegen in 3, 2, 1. Also das wünsche ich keinem. Totalausfall. Jetzt hat's geklappt. Ich hoffe, ihr könnt mich hören und alles kommt gut rüber.
Viertelstunde Verspätung, das ist doch in Ordnung, oder? Könnt ihr mich hören? Ich denke schon. So, wer ist denn alles da? Daxe Dex, Tobias, grüß dich. Hallo Fred, Simon, schön, dass du da bist. Ja, super, dann kommt auch ein bisschen Ton an. Das war das letzte Mal ja, glaube ich, das Hauptproblem, was wir hatten. Ich bin froh, dass Bild und Ton synchron sind. Also mehr möchte ich gar nicht. Hundskunst, grüß dich, willkommen. Hi Fabian, moin moin. Schön, dass du da bist. Hi Hartz4, Fnucci, servus. Hi Luigi, grüß dich. Ja, Mensch, ich hoffe, bei euch war das Wetter heute auch so schön. Wir hatten knapp 24 Grad hier. Eigentlich genau der falsche Abend, um so einen Livestream zu machen, um hier so einen Drucker auszupacken. Das ist ja ein Scheiß. Das ist echt ein Scheiß. Ich bin wieder da. Bin ich wieder da? Habe ich ein Standbild oder geht das? Hi Christian, es geht wieder. Also, ob wir diesen Abend gemeinsam überleben, ich bin mir noch unsicher. Ob wir es bis zum ersten Banshee schaffen, das wird eine harte Nummer. Los, pack aus. Harry habe ich schon halbwegs gemacht. Ich muss hier nur mal schauen, ob der Sound nicht übersteuert. Oder ist das in Ordnung von der Stimme her? Passt das? Strom vom Router nehmen. Ja, Fred, mache ich. Habe ich jetzt schon hinter mir. Hol den Cutter raus. Lieber Tobias, ich will dich nicht um die Ehre oder um das Recht der ersten Nacht bringen. Der ist schon ein bisschen beschmutzt. Ich habe ihn leider aufmachen müssen. War im Vorfeld, hat einer von euch mir den guten, wirklich guten Rat gegeben, diesen Drucker im Vorfeld einmal mit der frischen Hardware zu bespielen, mit der frischen Firmware zu bespielen, weil dieses Firmware-Update hat dann wirklich eine Dauer gehabt von knapp 40 Minuten. Das wäre jetzt hier eine richtig langweilige Zeit geworden. Von der Seite her habe ich das Ding kurz aus seinem Kleidchen schlüpfen lassen, USB-Stick rein und neue Firmware drauf und dann ganz schnell wieder zugemacht. Das heißt, eigentlich ist er noch wie neu und komplett verpackt und wir können uns dann heute mal gemeinsam die ersten Schritte anschauen und halt auch das Kalibrierungsprogramm. Wie gesagt, die neue Firmware, die war wohl Pflicht. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt bei einem amerikanischen Kollegen, der das Ganze im Livestream getestet hat. Ich glaube, dem ist nachher das Ding halbwegs abgeraucht und das wollte ich gerne vermeiden, nachdem er seine Firmware installiert hat. Und deswegen habe ich das im Vorfeld gemacht und ich weiß, dass das Ding sauber hochfährt und jetzt können wir auch ein bisschen Spaß mit dem Teil haben. So, dann würde ich sagen, wir haben hier 32 Kilogramm. Ich werde das Ding natürlich hier nicht oben rausbekommen, sondern ich versuche das Ding jetzt hier nochmal wieder vom Tisch runter zu hieven und dann aus seinem Karton rauszubekommen, um das Ganze dann hier einigermaßen im Bild zu präsentieren. Oh, scheiße, mein Rücken! Oh, so. Oh. So.
So, Bild läuft noch, ja? Also ich bin noch mit 24 Bildern die Sekunde drauf, ja? Ja, warum man sowas unfertig verschickt? Ich glaube, unfertig, so unfertig ist er gar nicht. Es ist halt ein Firmware-Update und ihr müsst den Jungs halt auch ein bisschen Zeit lassen, weil der öffentliche Release-Termin, der ist ja auch erst im Juni, soweit ich weiß. Also wir haben hier ein von der Hardware kein Vorserienmodell mehr. Das müsste am Ende die finale Version sein. Aber von der Firmware, da tut sich halt noch ein Stückchen was. Und die sind natürlich auch angewiesen, vor allem auf die Beta-Tester, was da für Feedback kommt. Und das Ganze fließt dann natürlich wieder in die neuen Updates mit rein. Von mir gab es bis jetzt noch kein Update, beziehungsweise Feedback. Aber wir können ja mal schauen, was uns heute hier noch erwartet. Also, ich guck mal, was wir hier als erstes haben. So, das ganze Top-Teil. Ein Netzwerkkabel. Ziemlich kurz. Also der hat einen echten Netzwerkanschluss, einen RJ45-Anschluss. Ihr könnt das Ding also in euer LAN per Kabel bringen. Ich glaube, das ging beim alten Kili auch schon. Oder beim X-Max. Läuft. Sehr gut, Luigi. Freut mich. So. Einmal Netzwerkkabel. Dann haben wir hier die Leveling-Karte. Ne, das muss ich mal gerade gucken. Wir haben doch hier noch eine zweite Kamera. Ich kann ja mal eher ein bisschen umschalten. Wir haben hier so eine Leveling-Karte und einen Quick-Start-Guide, einen kleinen Schaber. Ob man den jetzt wirklich braucht, wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, da ist eine richtig geile Pi-Druckfläche mit dabei. Aber das sehen wir uns gleich nochmal an. Ein bisschen Werkzeug, viel ist es am Ende nicht. Ein kleiner Schraubendreher, so ein bisschen was für die Schrauben, die das Bett in der Transportsicherung halten. Das haben wir hier, so ein Nozzle Cleaner, ne? So eine Akupunkturnadel ist das. Ein kleiner Wrench. Ja, und da muss ich leider sagen, da habe ich schon ein bisschen im Vorfeld rumgefummelt. Ihr seht hier diese langen Schrauben. Das war die Transportsicherung vom Druckbett und die musste ich leider lösen im Vorfeld. Ganz einfach, wenn ihr das System anschaltet, dann fährt er halt sein Bett einmal hoch und runter. Und wenn ihr dann die Schrauben noch drin habt, dann kann es böse werden. Deswegen musste ich die einmal rausnehmen. Und ich hatte jetzt auch keine Lust, diese langen Dinger wieder reinzuschrauben. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Ansonsten, wie gesagt, das Ding ist noch nicht benutzt. So, und hier haben wir ein kleines Hotend. Ich glaube, das ist das High-Temp-Hotend. Das erinnert mich jetzt auch wirklich schon so ein bisschen an die Bamboo-Variante. Mal gucken. Das ist so eine, könnt ihr quasi, zwei Druckdüsen oder Hotends sind dabei. Einmal für High-Temp, einmal für normale Geschichten. Und das Ganze soll von der Temperatur her, ich glaube, bis zu 350 Grad hochheizen können. Also da ist eine ganze Menge Power hinter. Das schaffen momentan wirklich die wenigsten Drucker. So, und dann haben wir hier noch einen kleinen USB-Stick. Und das war eigentlich alles das, was hier oben in diesem Top-Cover mit dabei war. Morgenkaffee, one question. Du, wie lange? I don't know how long this video will take. It depends on when will the first speed banshee will be ready. Ob man zur Web-Oberfläche wechseln kann für Fluid, ja. Können wir mal schauen, ob wir da drauf kommen. Ich meine das aber schon mal irgendwo gesehen zu haben, dass das klappen soll. Wir können ja mal gucken, ob wir uns nachher auf das Ding einwählen können. So. Wie kriege ich das Ding jetzt
Das ist doch. Das macht mein Rücken nicht mit. Ich wollte unbedingt heute den Stream hier zu zweit machen. Aber jeden, den ich gefragt habe, der hatte dann irgendwie Familie, Party, Koma oder sonstiges. Und jetzt stehe ich hier mit so einem 30-Kilo-Brocken und muss gucken, dass ich das irgendwie sauber aus der Verpackung kriege. Von welchem Bett sprichst du? Von dem Druckbett hier vom Kidi, Tobias? Das kann ich dir nicht sagen, weil ich habe, wie gesagt, nur blind einmal kurz die Schrauben rausgenommen, um das Firmware-Update durchzuspielen. Ob das gerade ist oder krumm war, das müssen wir gleich nochmal sehen, wenn wir die Kalibrierung durchspielen. Ach so, Kaffee, alles klar. Sehr gut. Sir Fax, moin moin. Schön, dass du da bist. Umso später der Abend, umso edler die Gäste. 3D-Druck-TV, hi. Ja, ich nehme Stapler, mache ich. Christian, moin. Ich probiere das jetzt mal, ja. So, scheiße. So, was sind nur 25 Kilo? Na ja, dann, aus der Hüfte. Oh. Oh. So. You come from Denmark. Willkommen. Also die Transportsicherung, ich musste die ja losmachen wegen dem Update. Das war jetzt alles, das hat alles gepasst. Gunther, sowas fragt man nicht. Meine Frau ist die beste, schönste auf diesem Planeten. Ja, Sir, so sieht's aus. Ja, Silber, ich weiß noch gar nicht, ob ich es gut finde, dass er Silber ist. Also ich muss mich erstmal dran gewöhnen, weil die ganzen Werbefotos und ich glaube auch das, was ich im Intro hatte, das habe ich ja alles von der Seite geholt, das suggerierte halt so ein schönes Weiß. Ne? Und der ist jetzt quasi, ja, was ist das? Anthrazit Silber. Ja, aber hat schon was. Macht schon was her. Ja. So. Ich drehe euch den mal ins Bild. So. Du warst mit dem V400 nicht zufrieden? Meiner steht hier noch. So. Ja, Leute. Übrigens, das ist der Drucker, auf den ich mich dieses Jahr, auf den ich mich dieses Jahr am meisten gefreut habe. Letztes Jahr war es der Bamboo. Der kam im Oktober. Jetzt der Kidi X Max. Ich habe ja schon einen Kidi zu Hause und das ist ein echtes Arbeitstier. Also vor allem, also der druckt von morgens bis abends, was das Thema ABS und ASA angeht. Ich habe den vor circa, warte mal, ich habe euch da was mitgebracht. Ich habe den vor circa einem Jahr gebraucht, glaube ich, war das damals bei eBay Kleinanzeigen. Und bin ein echter Fanboy von diesem Gerät geworden, unkaputtbar. Und so ein fettes Alu-Druckbett. Ich musste das vor einem Jahr einmal händisch leveln und seitdem nie wieder. Das Ding hat echt richtig durchgezogen. Und von der Seite her habe ich natürlich eine sehr hohe Erwartung an den Nachfolger. Und
freue mich echt, dass das Ding so rechtzeitig angekommen ist und wir heute mit dem Teil einmal rumspielen können. So, da haben wir noch mal ein bisschen Nostalgie. Das ist sozusagen der erste Kili. Das ist der Kili 1. Dann gab es quasi den Kili 2. Ich weiß gar nicht, wo da der Unterschied lag. Ich glaube, da kam ein Filament-Runout-Sensor oder sowas dazu. Aber von der Verarbeitung her ein Traum. Sah aus wie ein Plastikbomber. Da sagte mal einer wie eine Mikrowelle aus den 90er Jahren. Aber das Ding läuft und läuft und läuft. Und wir können hier noch mal einen Blick ins Innere werfen. Auch die Luftfilter, die mit dabei waren, dieses echt massive Druckbett. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie das Teil hier in dem neuen Max ausschaut. Und das war wirklich ein echtes Highlight damals. Ich glaube, ich habe knapp 600 € Gebrauch gekauft. Waren auch zwei Druckköpfe dabei für Hightemp und für normale Filamente. Und ja, das hat riesen Spaß gemacht. Und das entsprechend bin ich halt auch ein bisschen, wie sagt man so schön, gehypt gewesen, als ich gehört habe, dass jetzt die neue Version rauskommt, die dann von den Specs her ja auch nochmal richtig spannende Sachen mitbringt, wie zum Beispiel eine Druckgeschwindigkeit von 600 Millimetern die Sekunde. 600 ist dann gerade, ist dann nochmal 100 mehr als das, was Bamboo, glaube ich, für ihre Drucker in die Waagschale geschmissen hat. Und da bin ich mal gespannt, ob dieses Teil auch wirklich das Werbeversprechen einlöst. Oh, jetzt, ihr schreibt so viele Kommentare hier rein, es tut mir leid. Also, wenn ich nicht auf alles eingehen kann, müsst ihr die Dinger wiederholen. Ne? Stetige Wiederholung erhöht die Chance der meiner Aufmerksamkeit. Ja, Luigi, den X-Max 1, genau. Ich war auch sehr zufrieden. So. Also ihr seht, ich habe den so neu belassen wie irgend möglich. So. Aber der kam auch gut verpackt an. Also da müsste man sich eigentlich vom Transport her keinerlei Gedanken machen. Ihr habt hier oben übrigens, da ist dann auch eine Abdeckung drauf. Die war ja bei dem X-Max 1 ja so ein bisschen erhöht, wie so ein Hut. Hier ist sie relativ flach, aber halt auch so, dass ihr am Ende einen komplett geschlossenen Bauraum habt. Hey, absoluter Hammer. Moin, moin, Chris. Ja, das Banshee habe ich auch bekommen. Den G-Code habe ich hier. Habe ich drauf. Wobei man mich im Vorfeld gewarnt hat, diesen G-Code nur mit dem High-Speed-Filament von Kidi auch zu nutzen. Scheißegal, wir machen das nachher mal und gucken, ob wir wirklich einen 15-Minuten-Banshee mit einem solch riesigen, ich will jetzt nicht sagen Plastikbomber, aber ihr wisst schon, was ich meine. Soll auch nicht abwertend sein. Wie gesagt, ich bin ein Fan dieser Drucker, weil sie sich bei mir einfach in der Vergangenheit bewährt haben. So, wollen wir mal schauen. Ignoriere den Chat, mache ich. Mache ich sowieso. Der Slicer von Kili ist erstaunlich gut. Also die hauen fast alle 2 Wochen, zumindest war das bei meinem Kili 1 so, kommt da, wobei es müsste ja den Slicer, es ist ja eigentlich egal, die haben alle 2 Wochen fast ein Update rausgebracht, sind sehr nah an der aktuellen Cura-Version, was die Funktion angeht. Basiert ja auf Cura das Ganze. Und ja, haben eigentlich ihre Profile gut im Griff für ihre Standarddrucker. Ich glaube, Bamboo hat die Profile noch ein bisschen, ja,
intensiver getrimmt. Mal gucken, wie weit die hier bei ihren neuen Modellen sind. Aber das hat bis jetzt alles wunderbar funktioniert. Und schön über WLAN den Druckjob direkt zum Drucker schicken, hat auch immer wunderbar funktioniert. Nicht uns ignorieren, wir sind deine Minions. Ja, genau, ihr seid meine Minions. So sieht's aus. So. So, wollen wir mal gucken. Ach, hier. Ich muss euch gleich mal was zeigen. So. Eine Zubehörbox. Können wir gleich mal einen Blick riskieren. Ich habe eigentlich hier oben noch so eine geile Kamera heute installiert, damit wir so ein, ne, aber ich habe das Kabel nicht bekommen. Ich habe vergessen, ein kleines HDMI-Kabel zu kaufen. Und ja, damit haben wir heute nur den halben Luxus. Die P1P-Profile sind schon sehr gut. Ja, also ich muss auch sagen, meine Profile von Bamboo, von dem X1 Stop, was sie da abliefern. Leute. Auch hier, also wir haben jetzt auch wieder eine Plexiglas-Tür, die aber wesentlich mehr Blick ins Innere lässt. Ich glaube, bei dem alten Kili hattest du immer das Problem, dass du den First Layer nicht gesehen hast, weil das nur so ein Guckloch war. Und hier kannst du schön, hast du einen schönen weiten Blick. So. Dann wollen wir mal schauen, dass wir hier alles rausbekommen, was wir brauchen. So. Und jetzt wollen wir mal kurz, ich werde hier einmal diesen Karton entsorgen, sonst stolper ich da nachher noch drüber. Alter. So. Jetzt hat es den V400 zerlegt. So. Ja, das ist doch schön hier, ne? Guck mal, ich denke mal, das sollte man bei PLA-Drucken auflassen, damit man hier nicht so einen Hitzestau erlebt. Aber was ist? Habe ich falsch rum? Ne. Das ist in Ordnung. Seit Bamboo sind alle Hersteller angefixt, auf dem Markt mithalten zu können. Ja, aber das ist doch geil. Also ich meine, für uns Verbraucher ist das doch cool. Ich meine, machen wir uns nichts vor. In den letzten 2 Jahren hat sich ja nicht wirklich was getan. Ich hatte, glaube ich, in dem letzten Video schon gesagt, wir haben uns schon gefreut, wenn die Profile ein bisschen breiter geworden sind oder wenn einer mal eine Lampe verbaut hat. Aber so richtig innovativ war das Ganze nicht. Und seitdem Bamboo letztes Jahr ihren X1, ihr Erstlingswerk herausgebracht hat, sind, glaube ich, einige erstmal zum Schämen im Keller verschwunden. Und jetzt kommen halt die sogenannten Post-Bamboo-Drucker und die Preise fallen. Ne? Jetzt kommt der K1 auch von Creality. Ich glaube, der liegt unter 700 Euro. Das ist doch toll. Also, dass man auf einmal so einen Schub in unser Hobby reinbringt, finde ich gigantisch. Also einer, der sich jetzt noch mit einem Bettschubser auf den Markt traut, der einfach null Innovation hat, dafür 400 bis 500 Euro verlangt, das funktioniert einfach nicht mehr. Ne? Also ich glaube, die letzten, die auch noch die alte Technik fair und super gelauncht haben, war Eligo mit ihrer Neptun 3-Reihe. Also hier knapp 490 Euro für so ein Riesending. Das war auch fair, das ist in Ordnung. Aber diese kleinen Dinger für 350, 400 Euro, die alle gleich aussehen, no way. Also
da, glaube ich, hat sich jetzt eine ganze Menge bewegt und uns kommt das am Ende zugute. Der K1 kommt übrigens, der ist auf dem Weg, der soll in einigen Tagen dann auch hier eintrudeln und dann müssen wir mal gucken, ob wir uns das Ding dann auch in so einem aufregenden Stream hier anschauen können. So, aber was wollte ich jetzt zeigen? Leute, ich komme hier, ich muss hier mal so ein bisschen... So ein bisschen umschalten hier. So. Schaut euch mal das hier an. Alleine der Schriftzug mit dieser... Das sieht man jetzt gar nicht hier. Nee, sieht man nicht. Da muss ich das einmal hier nochmal rumdrehen. Hier so silbern eingelassen. Ja, ist schon geil. Das macht was her. So, und was ich auch nochmal ausprobieren wollte, bevor wir das ganze Ding jetzt auch anschmeißen. So, ich muss mal was holen. So, kleinen Moment. Ja, es passt rein. Wie geil ist das denn? Hochgeschwindigkeitsdrucker, wo du einen ganzen Helm mit drucken kannst. Ich habe den schon mal vorgesliced, also solche Helme, auch gerade so ein Mando-Helm. Ihr seid mit dem Standardprofil und das ist nicht schnell eingestellt, ist das Ding schon in 20 Stunden durch. Das ist geil. Das Ding wird richtig Spaß machen. Ihr redet gerade über den Kundensupport. Mono Sapien, der Neptun 3 Max, ein Traumdrucker. Also echt, der macht höllisch viel Spaß. Ich habe hier schon die 06er Nozzle liegen. Der kommt demnächst auch ans Sonic Pad dran, damit er einfach die großen Rüstungsteile noch ein bisschen schneller aufs Bett kriegt. Aber ich bin einfach von dem Ding überzeugt. Kundensupport sowohl kenne ich nicht, habe ich keine Erfahrung mit. Ich weiß aber, dass der Kundensupport hier mega ist. War das noch Linda? Und also ich glaube sogar, dass jetzt meine persönliche Meinung, dass der Kundenservice bei Kidi der beste der Branche ist. Zumindest für unsere bezahlbaren, ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Industriegeschichten, ja. Die lassen sich bei Fehlern sogar unsere STL-Dateien einschicken, um die nochmal nachzustellen, die Fehlerbilder. Das ist echt super, was da an Kundenservice rüberkommt. Und das hat Kidi wirklich gut gemacht. So, Leute, jetzt wollen wir mal gucken. Jetzt muss ich hier aber nochmal... So, aber wenn ich den jetzt schon drucke... Dann kann ich auch noch mal gucken, ob... Ja, der passt auch rein. Geht auch alles. So soll das sein. So, jetzt will ich als erstes, das finde ich immer besonders entspannt. Könnt ihr das hören? Ja, Race 3D, hatte ich noch keinen Service-Kontakt, obwohl ich mal einen Pro 2 hatte. Der lief ganz gut. Aber ich hatte Service mit Kidi und ein Traum. Also am Ende hat es auch einfach wirklich Spaß gemacht, weil die einfach coole E-Mails geschrieben haben.
und nicht solche oberflächlichen Worthülsen, die aus der Konserve kommen, sondern die haben sich wirklich mit deinem Anliegen beschäftigt. So. Stellen jetzt einfach mal so hin hier. Es ist echt, echt anstrengend hier mit so einem Riesending. Aber ich werde mir hier einen Drehteller hinstellen das nächste Mal. So, was haben wir hier? PEI strukturiert. Also auch genau das richtige Zeug drinne. Das ist doch was, ne? Genauso wollen wir das haben. Und was waren das? 320 mal 320. Schöne Größe. Die Resonanz wird interessant bei dem Wackeltisch. Ja, aber das musst du doch mit, berücksichtigen, oder? Ah, jetzt schaut euch mal dieses Bett an. Ich werde mal versuchen, ich gucke mal, ob ich hier mit der Kamera reinkomme. Das ist echt schicki. So. Gleich los. Ja. Die Technik, Leute. Was ist denn das hier? Will nicht. Der will nicht. Gut, dann nehmen wir uns mal die andere Kamera hier. Schlecht. Habe ich hier nicht noch eine? Da. So. Einmal möchte ich euch ja doch ins Innere dieses Druckers führen. Der sieht nämlich schon wirklich imposant aus.
So, mal gucken, ob wir da drauf kommen. So. Ich mache hier mal ein bisschen Licht. So, jetzt schaut euch mal dieses Druckbett an. Ist das nicht ein Traum? Also es hat das große Alubett beibehalten. Weil ich glaube, das hat mir ein bisschen gefehlt bei dem, wie heißt das kleinere Modell hier, der Plus 3. Ich glaube, da war das alles noch ein bisschen zaghafter. Ansonsten haben wir hier einen Objektlüfter, den wir auch vom Bamboo Lab her kennen, ne, damit wir einfach bei den hohen Geschwindigkeiten eine saubere Kühlung bekommen. Wir haben hier Abluft. Na. So. Und hier hinten, wenn ich mich nicht irre, das ist die Bauraumheizung. Das ist also auch nochmal ganz interessant. Ihr könnt also hier innerhalb des Druckraums eine konstante Temperatur von 60, 65 Grad reinbringen, die dann auch wirklich aktiv durch diese Heizung befeuert wird. Carbon Rods hier oben für X. Schöne, straffe, große Riemen. Und hier, was haben wir da? Der Druckkopf, auch wenn man es hier nicht vielleicht richtig sieht, der ist silbern. Nicht weiß, sondern silbern. Und hier ein klassischer BL-Touch. Damit wird also das Bed-Leveling durchgeführt. Ja, macht auf den ersten Blick wohl erstmal so ein bisschen einen Oldschool-Eindruck. Aber wie gesagt, bei meinem Ursprungs-Kiddy, ich habe einmal manuell gelevelt bei diesem fetten Alu-Bed. Und dann brauchtest du da nie wieder ran. Und ja, der wird dann einmal die Vermessung durchführen, falls da halt einige Unebenheiten dennoch auftreten. Ich kann euch ja einmal, okay, mal schauen, ob ich euch einmal hier noch mit nach hinten nehmen kann. Ein normaler Runout-Sensor. Und hier kann so eine Drybox, glaube ich, installiert werden, damit euch die Filamente nicht, gerade diese High-Temp-Filamente, die dann mal schnell Wasser ziehen aus der Luftfeuchtigkeit, damit die einfach geschützt sind. So. Jetzt, da bin ich wieder. Spendenaktion, Kamerasystem für Manbo. Nehme ich. Alles kein Problem. Also das Kabel war zu kurz. Ich weiß nicht, ob der Fokus gesessen hat. Aber wenn ihr was habt, gerne. So. Dann wollen wir mal. Achso, ich muss jetzt nochmal gucken. Ich habe hier, glaube ich, noch irgendwelche Innereien drin, die raus müssen. Ich weiß nicht, ob ich da... Nö, ist erstmal alles in Ordnung soweit. Hallo Seba, grüß dich. So.
So, hier habe ich übrigens das Firmware-Update drüber laufen lassen, über diesen USB-Port hier oben. Es waren ungefähr 30 Megabyte, aber das ganze Neukompilieren oder Hochladen der Einzeldateien, das hat knapp 40 Minuten gedauert. So. Jetzt machen wir mal Folgendes, bevor wir hier weitermachen. Gucken wir mal rein. Was hier so in der Zubehörbox drin ist. Also. Filament. Und zwar PETG-CF. Sehr spannend. Einmal eine Rolle mit, ich denke mal, das sind 500 Gramm, die hier mit dabei sind. Das ist auch schon wert, ja. Der allseits berüchtigte Glue-Stick. Einmal Power und das ist, glaube ich, ein Spulenhalter. Sepp, die Schrauben habe ich schon rausgenommen. Ich musste den vorhin einmal leider im Vorfeld ein bisschen aufmachen, um das Firmware-Update zu installieren. Ja, das hätte uns sonst hier mit 40 Minuten aufgehalten und das wollte ich ganz gerne im Vorfeld erledigen. So. Was haben wir hier? Ich glaube, das sind diese kleinen Pads oder diese kleinen Pillen, die in den Filter reinkommen, also Kohlefilter. So, jetzt habe ich's. Und hier ist eine Box, die ist dann für hinten. So eine Boxhalterung. Hier wird das Filament dann auch rausgeführt, damit eure anfälligen Materialien schön trocken bleiben. Ich denke mal, das ist dann eventuell auch das Trockenzeugs dazu. Also Granulat. Nö, hier ist sogar noch was drin. Eigenes. Ja, hier ist das Granulat für die Trocknung. Dann ist das andere sicherlich das Zubehör für den Kohlefilter. Ja, schön. Ist dabei. Dann wollen wir mal gucken. Den habe ich jetzt hinten dran gehangen. Dann werde ich jetzt einmal für Strom sorgen. Und dann gucken wir mal, was er macht. Tada! So. Der
Der hat doch bestimmt noch so eine spacige Innenraumbeleuchtung. Zumindest fand ich die ja beim alten Kiddy X. Ja, super. So soll das sein. Könnt ihr was sehen? Oder sollen wir ein bisschen näher dran gehen? Ich kann ja mal hier vom... vom Menü ein bisschen was anpassen. Das Druckbett von dem Eligo 3 Max muss für alles herhalten. Da passt gerade alles drauf. So. Oh, verdammt, Leute. So, was haben wir hier? Ein Blick auf das Menü. Mal gucken, ob wir das übertragen können. So, da haben wir es. Ein schönes Tab-Menü. Touchscreen. Core XY läuft gerade mit 20 mm die Sekunde. Based on Clipper. Die Bauraumtemperatur liegt jetzt unter 65 Grad, das ist klar. Und wir haben einen Cortex A53 Prozessor mit 1,5 GHz. Das ist auch schon mal ein fettes Teil. So, ich wollte ohnehin noch mal schauen, bevor wir jetzt hier weitermachen. Ich gucke mal, ob ich hier aufs iPad drauf komme. Kleiner Moment. Ja, wir machen das einfach anders. So. Ich muss euch mal ganz kurz umstecken hier. Nanu. Was ist das hier? So, jetzt probieren wir mal was. So. Dass wir uns einmal ganz kurz nochmal die Specs anschauen können. Und das ist wirklich das, was ihr auch schreibt von den Preisen momentan. Scheint das wirklich ein faires Ding zu sein. Ich meine, der liegt jetzt bei 1159. Ich glaube, die haben das in den letzten Tagen noch mal ein bisschen hoch und runter korrigiert. Jetzt müssten hier für Europa und für Deutschland auch die Steuern mit drin sein, soweit ich weiß. Und das ist ein Einführungspreis. Der müsste bis Juni gelten. Dann geht das Ding auf 1.399 hoch. Link zum Bestellen ist unten. Ne? Also wenn ihr wollt, tut mir was Gutes. Der X Plus, der liegt bei 849.
ist ein bisschen kleiner vom Druckvolumen her. Und der kleine X-Smart, den kriegt ihr schon für 449. Na, der hat natürlich auch mit 180x180 nicht wirklich Bauraum. Aber der geht auf 500 mm die Sekunde, zumindest laut Werbung. Und beim X-Max 3, den wir hier haben, 325, High Flow 35 Kubikmillimeter, Beschleunigung 20.000 Millimeter. So, wir haben Core XY, Clipper, High Speed Extruder, High Performance Material, 64-Bit Prozessor. Na, das haben sie sich wohl alle beim Bambu auch abgeschaut, dieses leichte, die leichte X-Achse auf Carbon-Rods, damit er das schnell übers Druckbett fegen kann. Der Extruder. Mit den beiden Nozzeln mit bis zu 350 Grad Max Drucktemperatur. Das ist dann auch schon mal eine Ansage. Komplett temperaturkontrolliert der Innenraum. Ja, wir haben zwar keinen LiDAR-Sensor und keine AMS, dafür haben wir jetzt hier einen beheizten Innenraum. Das ist so auch was Schönes, also jeder das, was er braucht. Dadurch soll Warping vermieden werden. Input Shaper hat er. Ja. Okay. So, jetzt würde ich mal Folgendes machen. Ich würde einmal die gesamte Autokalibrierung durchführen. Weil wir die noch nicht wirklich durchgezogen haben. Die hat eigentlich gestartet, nachdem ich das Gerät das erste Mal angemacht habe. Ich habe aber alles, soweit es ging, abgebrochen oder übersprungen, weil ich ja nur die Firmware installieren wollte. Und entsprechend müssen wir das Ganze jetzt hier nochmal neu machen. So, aber wir gehen jetzt einfach mal durchs Menü. Mal gucken. So, treffen. Das ist das Laufwerk. Oh, das ist spiegelverkehrt hier, ich kann das kaum treffen. Ich gehe hier einmal rum. So, wir haben hier einfach die Bewegung. Hier haben wir die Ladefunktion für das Filament. Wir haben eine Kalibrierung, drei Punkte, einmal automatische Bettnivellierung, manuelle Nivellierung und den Input Shaper. Und wir haben das Netzwerk. Mal gucken, ob er mich hier findet. Ja. Gastzugang Manbo. Jetzt wisst ihr auch, warum vorhin das Internet gesponnen hat, weil ich hier nur Gastzugang habe. Also ich bin nicht der Owner des Netz. So, ansonsten sind wir hier auf Deutsch schon eingestellt. After Sales, Neustart. Ja, und wir haben die Version gerade neu draufgespielt. Also das habe ich vorhin zu Hause einmal gemacht, damit wir hier jetzt nicht mit irgendeiner veralteten Firmware durch die Gegend rocken. Dann würde ich sagen, gehen wir einmal auf die Kalibrierung. Und machen zunächst das Bett. Und zwar manuell.
Diese Funktion muss die Konfigurationsdatei ändern. Wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, um die Datei zu erhalten. Stellen Sie sicher, dass die Nivellierung bei normalen Temperaturen durchgeführt wird. Für gewisse... Okay. Was passiert jetzt? So, gucken wir uns das mal an. Kann man da jetzt ein bisschen reingucken? Jo. So, ich glaube, dafür brauchen wir gleich diese Kalibrierungskarte hier. So. Mal gucken, wie wir das jetzt hier vielleicht ein bisschen. So. Okay, also. Wir können hier zwischen 0,01, 0,05, 0,1 und 1 mm den Offset versetzen. Und wir nehmen jetzt einmal die Karte hier drunter und versuchen mal mit 0,5 unser Glück. Na? Wir sind jetzt schon bei einem Offset von 2,45. Na? Was passiert denn hier? Der fährt den hoch. Ich muss den doch ins Negative bringen. Ah, ich bin hier falsch unterwegs. So. Da haben die Pfeile ein bisschen irritiert. So Leute, was ist das denn hier? Komme ich nicht höher? Soll ich das mal rausnehmen, das Schaumstoffteil hier? Also irgendwie... Jetzt komme ich langsam hoch. Ja, bei 1,75, minus 1,75. Minus 1,75. Nehmen wir den nächsten. Ach, jetzt fahre ich schon wieder in die falsche Richtung.
Das irritiert mich jetzt ein bisschen hier mit den Pfeilen. Oder kann man auch 1,75 nehmen, das passt. ,8 ist zu viel. Minus 1,75 auch hier. Und ganz rechts außen. Na, hier muss ein bisschen. 1,8 würde ich sagen, statt 1,75, 1,8. Och, jetzt muss ich hier oben ran. Minus 1,5 ist hier schon zu viel. Minus 1,45 würde ich sagen. Und in der Mitte. Ups, jetzt ist das Mikrofon hier rausgefallen. Moment. Die Mitte braucht 1,5. Oh, das war doch langwierig jetzt, ja? ,5 außen ist zu viel. ,43. Oh Mann. Mache ich das jetzt alles manuell? Kann ich das nicht auch? Jetzt mache ich bestimmt den Job des BL Touch. Das ist doch scheiße. Leute, das ist mir jetzt, ich habe hier einen Fehler gemacht. Gleich drücke ich auf auf automatisches Leveling und dann ist das Ding fertig.
Aber dann kann wenigstens keiner sagen, wir haben uns keine Mühe gegeben. Oh, nee. Das ist die vorletzte Reihe. So, jetzt sind wir ganz hinten. Aber das ist auch ganz gut, weil der BL Touch jetzt über das Bett hinausfährt. Das heißt, da würde der gar nicht messen, wenn ich das richtig sehe. Ja, es ist schon ein bisschen Veränderung drin hier von vorne links nach hinten rechts. So, noch zwei Stück, dann haben wir es geschafft. Jo. Der letzte. Oh, der geht bis 1,8 hoch. So hinten die Ecke ist krass. Hinten links. So. Automatische Bettnivellierung abgeschlossen. Was soll das denn? Ich habe das alles händisch gemacht. So wärst du von... Ja, so wärst du vereinnahmt. So. Wir machen jetzt eine automatische Nivellierung. So. So, jetzt gucke ich mal wieder in den Chat hier rein. Leveln des Todes, ja, da habt ihr recht.
Da habt ihr recht. Aber ich bin mir sicher, dass das, was ich gerade gemacht habe, jetzt der automatische Leveling-Prozess einmal komplett für mich übernimmt und das total unnötig war. Weil ich mache jetzt ein Offset. Ich mache jetzt ein Offset. Nanu, jetzt muss ich mit den Pfeilen andersrum, wa? Jetzt ist das genau einmal umgedreht, das Spiel. Ja. Nee. Ach so. Ich war auf 0,05, da bewegt sich natürlich nichts. Ich würde sagen, das kratzt. Aber man kann das so nehmen. So, endlich mal wieder. Sieht sehr unbequem aus. Ja, es ist da vorne auch alles sehr eng. Und ich glaube, ich habe mich gerade zu Tode gelevelt. Und das hätte gar nicht sein müssen, weil du musst jetzt hier nur einmal den Offset in der Mitte bestimmen. Und dann macht er das automatisch. Und ich habe jetzt alle 16 Punkte manuell gelevelt. Und die werde ich jetzt eh wieder über den Haufen schmeißen, denke ich mal, weil ich ihn jetzt mit einer automatischen Reise durchgeschickt habe. Hundskunst, 5 Euro, ein Traum. Ich danke dir, Mensch. Für das hartnäckige Leveln. Ja, habe ich nur für dich gemacht. Damit das Speed Banshee mit 15 Minuten hier nicht vom Druckbett fliegt, ja. So, jetzt sind wir schon wieder knapp anderthalb Stunden hier unterwegs. Zum Glück ist Samstag. Ja, also ich bin echt gespannt. Ich habe vorhin schon gesagt, ich bin Kidi-Fan. Ich hatte ja den Kidi 1, der bis gestern, hätte ich beinahe gesagt, bei mir ein Arbeitstier war. Ob der jetzt hier
Genauso, also ich denke mal, wenn ich ihn auf die Geschwindigkeit des Kili 1 runterdrehe, dann wird er auf jeden Fall genauso verlässlich weiterarbeiten, aber wir wollen ja ein bisschen schneller vorankommen. Und ob das jetzt wirklich immer diese angepriesenen 600 mm die Sekunde sein müssen, weiß ich nicht. Aber alleine mit dem Standardprofil, was irgendwo um die 200 mm lag, hast du das Ding in 20 Stunden gedruckt. Und das ist halt auch schon mal ein Riesenvorteil gegenüber, sonst bist du ja 2,5, 3 Tage dabei. Und du kannst halt vor allem die Hochtemperaturfilamente hier schön verarbeiten. Du hast einen beheizbaren Bauraum. Zumindest alles in der Theorie. Wir haben das noch nicht ausprobiert. Den Tisch verankern nicht vergessen. Du meinst beim Input Shaper, beim Test, beim Vibrationsrütteltest. Ja, also da muss ich mir auch noch mal was einfallen lassen. Ich habe echt an nichts gespart, aber die scheiß Tischbeine, das sind die für 5 Euro von Ikea und das sind wie so Streichhölzer und da vibriert der ganze Mist. Da hätte ich mir einmal diese schönen Böcke holen können, da hätte ich mehr von gehabt. Aber das nächste Mal. Hallo Andi. Ja, es ist kein Kühlschrank, es ist ein Drucker. So, und ich glaube, er ist jetzt fertig, weil wir haben ein Ergebnis. Naja, ich würde sagen, krass. Kann man jetzt nicht gut sehen. Naja, von minus 3,9 bis 0,066 alles dabei. Egal. Ich habe mir auch vorhin hier einen abgekrampft mit diesem anderen Leveling. Ich weiß nicht, ob ich da was verstellt habe. Druck dir was Gescheites für den Tisch. Also Stabilisatoren. So, was machen wir denn jetzt? Jetzt machen wir den Input Shaper, ja? Habe ich hier die ganzen Schaumstoffelemente rausgenommen, sonst. So, machen wir dann. So. Wir machen jetzt den Input Shaper, der ist hier unten. TPU-Dämpferstangen. Wo habe ich Weihnachten? Du meinst hier den. Das ist eine Ostermütze. So. Jetzt fängt er hier an. Soll die Tür zumachen? Ja, da hast du recht. Das ist sonst ungünstig.
So, ist mein Tages-EKG-Zähler hier, hier raushängen. Auf dem Kleinen. Ja. Ich höre was. Ja, ich auch. Ich kann ja mal. Jetzt geht das wieder los. Ist aber nicht so laut wie beim Bambu. Der ist ja förmlich, der ist mir hier vom Tisch geflogen. Aber ich habe jetzt hier nicht noch irgendwelche Pappe drin, ne? Nee. Das habe ich nicht. Ein neuer Drucker ist immer wie Weihnachten, das stimmt. Ja, Mike, da ist wirklich viel los gerade, aber ich glaube, die wollen sich auch gerade, oder viele Hersteller wollen sich gerade nicht die Blöße geben lassen, nachdem sie gesehen haben, dass letztes Jahr ein kleines, unbekanntes Unternehmen die ganze Branche gecrashed hat, müssen sie jetzt alle nachziehen. Immer Tippel-Tappel-Schritte, bloß nicht zu viel Innovation reinbringen, damit ich den gleichen Drucker noch in einem Jahr mit der ähnlichen Ausstattung verkaufen kann. Das war einmal. Einer kam und hat alles kaputt gemacht und jetzt müssen die Geheimnisse aus den Giftschränken geholt werden, damit jeder noch einigermaßen mithalten kann. Aber ist doch schön für uns. Ah, jetzt, das fängt hier richtig an zu brummen. Jetzt ist fertig. Ja, BL Touch ist verbaut. Also wirklich ein klassischer BL Touch. Was auf der Website steht, kann ich dir nicht sagen. Dazu. Ich glaube, da steht nur Nivellierung. Auto-Nivellierung. Da wurde jetzt der BL Touch nicht in den Vordergrund gehoben. Weil man, glaube ich, keinen Leiter hatte, womit man glänzen konnte. Deswegen hat man das ziemlich allgemein gehalten. Das Absaugen von Dämpfen. Ja, wir haben hier einen Lüfter, der Luft aussaugt. Das ist, aber der saugt auch die Dämpfe dann nur in den Raum, wo er steht. Du hast hier keine Vorrichtung, um hier irgendwie ein Absaugrohr oder sowas zu installieren. Also ich meine, das ist ein Filter, ein Kohlefilter. Na, da zieht die Dämpfe von innen in den Kohlefilter und sie kommen dann gefiltert hier wieder raus. Dafür ist dann auch hier so ein Kohlegranulat, so Kohlezeugs dabei gewesen. So, ich glaube, wir sind fertig. Wir sind durch. Was sollen wir jetzt machen? Wir haben jetzt die Kalibrierung durchgeführt.
Wir können ja mal, wir machen jetzt Folgendes. Wir holen uns etwas PLA und probieren dieses ominöse Speed Banshee aus mit 15 Minuten. Der Hersteller sagt zwar, wir sollen sein eigenes Speed PLA benutzen, aber da er uns das nicht mit in die Verpackung gelegt hat, sondern nur PTG Carbon Fiber, nehme ich einfach mal PLA, was ich hier rumliegen habe, wo ich aber weiß, dass das funktioniert, weil ich es schon auf schnellen Schritten mit dem Bambu versucht benutzt habe. Und das ist das Sunlu. Wo habe ich das jetzt? Das ist TPU. TPU. Wo habe ich das jetzt hingetan? Ich hatte das doch noch. Ja. Ist das in Ordnung? Doch, wir drucken das Schiff, weil das Schiff entsprechend vorgesliced ist mit bis zu 15 Minuten und ich will mir das einmal anschauen, ob das auch wirklich funktioniert. Und dann kann ich gerne über Nacht noch einen Helm drucken lassen und die Kamera drauf halten. So, wollen wir mal gucken. Ich spanne mal ein. Hier hinten geht es in den Runout-Sensor. Dann geht es durch. Und irgendwann müsste ich an eine kalte Nozzle kommen. Ja. Da muss ich jetzt mal gucken, wo wir da drauf drücken müssen. Laden Sie. So, die Nozzle erhitzen wir jetzt mal auf 220 Grad. Oh, schaut euch mal an, wie schnell das funktioniert. Das ist ja der Hammer. Krass, wo kann man das jetzt... 130, 140. Ja, ich kann es hier leider jetzt. Grad. Wir sind jetzt schon bei 200 Grad von Zimmertemperatur ausgehend. So, dann wollen wir jetzt mal gucken. Ja, kommt was raus. Da muss irgendwas anderes mitgedruckt worden sein. Probedruck. So. Gut. So, jetzt will ich den eigentlich zur Seite fahren, damit ich hier unten an dieses Restfilament rankomme. Jetzt habe ich hier nur keine, oder ich bin blind, ich habe keine Achsenbewegung. Na, ganz hier am Anfang, das war gerade eben weg.
So, dann nehmen wir hier dieses Müllstück raus. So, und dann gucke ich mal, dass ich hier vielleicht noch einmal umschalten kann. So. Jetzt machen wir Folgendes. Ich habe die vorgeslicete Datei hier auf dem Stick drauf. Den packe ich einfach mal hinten rein. Und schaue mir an, ob er das Ganze findet. Ist das jetzt das Ding? Kein USB-Laufwerk erkannt, okay. Das scheint das gewesen zu sein. Hm. 40 Minuten, was habe ich denn da runtergeladen? Na, wir probieren das jetzt mal. Kein Vorschaubild. Und dann würde ich den jetzt einfach mal ein bisschen weiter runtersetzen. So. Also ich weiß nicht, was er druckt, aber ein Banshee ist es nicht. Ja, Hans, du hast recht, das scheint der Würfel zu sein. Gibt es da irgendwelche besonderen Infos zu? Oder ist das ein ganz normaler Calibration Cube? Der geht jetzt auch relativ gemächlich durch die erste Schicht. Also ich würde sagen, er ist ein Ticken zu dicht dran. Einfach nur ein Würfel, kein spezieller Testcube. Ja, 20 bis 40 mm, Robin, würde ich auch sagen. Mehr ist da gerade nicht. Das ist aber auch nicht der... Was habe ich denn da runtergeladen? Muss ich nochmal gucken.
Wo ist denn diese Speed Banshee hin? Wollen wir mal gucken. Also auf dem Cube habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust. Klar, Moment. Aber der ist sehr leise, also der ist auch wenn er jetzt noch nicht wirklich schnell druckt, ist er jetzt schon sehr, sehr leise. Da hört man gar nichts. Scheint er aufzudrehen. Also ich weiß nicht, warum da jetzt so ein Cube hinter ist. Ich gucke mir das gerade nochmal an und dann korrigieren wir das nochmal. Ja, hier haben wir einen Banshee. Ich würde den jetzt einmal abbrechen, Leute, diesen Cube. Das interessiert einen Gasmann. So. So, braucht kein Mensch. Und dann packen wir da jetzt noch einmal einen anderen G-Code drauf von dem Speed Banshee. Dann hoffe ich, dass das mehr Spaß macht. Wie da jetzt dieser Testwürfel drauf gekommen ist, weiß ich nicht. Hier ist aber der G-Code drauf. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob wir hier überhaupt auf den richtigen USB-Stick zugegriffen haben. So. Probieren wir das nochmal. Also er druckt schon mal. Er druckt schon mal. Ah, okay, ich muss in das Verzeichnis reingehen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier sehen kann. Er generiert ein Unterverzeichnis auf dem, hier kann man das sehen, er generiert ein Unterverzeichnis auf dem USB-Stick, obwohl ich das eigentlich ins Root kopiert habe. Und hier haben wir jetzt unser Speed Banshee. So.
Dann wollen wir mal gucken. Stockt wieder, Fred. Ich hoffe, jetzt geht's wieder. Also die Übertragungsrate ist gerade gut. Kili hat einen eigenen Slicer, ja. Ich kann euch den ja mal kurz zeigen, wenn ich hier drauf komme. Kleinen Moment. Na, jetzt geht er aber gerade los. Warte mal, jetzt wollen wir erst mal gucken hier. Dann gucken wir uns den Slicer an. So. Ich fahre in ein paar Tagen auch wieder nach Schweden für 2,5 Wochen. Auf die Öckerö-Inseln. Lieber Badewannen-Wikinger. Oh, jetzt geht's los hier. Oh, mein Tisch, der wackelt aber echt hier. Aber das sieht schon stark aus, hier auch gerade vom ersten Layer her. Das ist ziemlich cool, wie er das da drauf legt. Oh, Scheiße, was geht denn hier ab? Okay. Ich muss mal gerade vorne ans Display gehen, ob ich die Geschwindigkeit dort sehen kann. Das sieht jetzt doch noch ein Ticken schneller aus als beim Bamboo Lab. Na, die Geschwindigkeit wird hier leider gerade nicht gezeigt. Sonst habt ihr immer so eine Anzeige, wie viel Millimeter die Sekunde er gerade fährt. Das zeigt er gerade nicht. Aber das Ding fetzt. Und nimm mal jemand eine Zeit, stopp mal jemand eine Zeit, ja? So schnell muss das gar nicht sein. Da hat man ja Angst um Verschleißteile. Also ich muss den leider ein bisschen festhalten hier. Der geht richtig ab. Der geht richtig ab. Ich
Blöd ist, meine Handkamera geht nicht, sonst würde ich euch da jetzt noch mal ein bisschen mit auf die Reise nehmen. Den Fokus in Richtung Nozzle. Na, ich versuche gerade mal, ob ich dir noch mal das andere Ding hier rein... Schau mal, ob ich da hier noch ein bisschen was machen kann, damit das ein bisschen schärfer wird. Ich weiß schon, was du meinst. Na jetzt. Ja, das wird nicht schärfer, ne, Leute? Ja, der rast hier schon. 4 Minuten hat er rum. Bug ist gleich durch. 10 Minuten hat er noch. Er zeigt hier eine Restlaufzeit von 23 Minuten an. Aber vielleicht funktioniert auch die Zeitanzeige nicht, weil er hatte vorhin die G-Code-Datei auf 40 Minuten berechnet. Speed! Schmeiß die alten Kleider weg. Es gibt neue. Und er ist leise. Ja, ihr habt recht, er ist, ich würde sagen, um den Faktor, der ist halb so laut wie der X1, wenn der Gas gibt. Der ist wirklich leise. Und wir haben ja noch das Tor vorne auf und wir haben oben auch noch nicht die, die Plexiglasscheibe drauf. Das würde ja auch nochmal geräuschhemmend wirken. Und dann würde man einfach den Lüfter drinnen nutzen. Ich weiß nicht, ob das geht, in dem Volumen, aber Tür zu, oben zu, dann hast du einfach noch eine geringere Geräuschkulisse und dann einfach den Lüfter nutzen für die Abluft, um dann die warme Luft rauszuballern, damit du halt auch im geschlossenen Bauraum PLA drucken kannst. Vielleicht möglich. Wir können ja mal gucken, ob ich hier die Lüftersteuerung übernehmen kann. Ob das funktioniert. Ja, der Lüfter 1 ist bei 100%, aber ich weiß jetzt nicht, was ist das hier für ein Lüfter? Nein. Das sind hier die... Das ist vielleicht auch nochmal interessant. Hier ist der große Lüfter, der sozusagen das Objekt mit kühlt. Da seht ihr den. Der bläst quasi direkt als Unterstützung auf das Druckobjekt und gibt eine zusätzliche Kühlungsphase mit rein. Aber ich hätte jetzt gerne den Gehäuselüfter einmal aktiviert an diesem... um quasi die Innenluft nach außen zu führen. Aber da komme ich jetzt gar nicht ran. Ich habe Lüfter 1 und Lüfter 2.
Ich weiß aber, man kann den Gehäuselüfter im Slicer bei Kidi aktivieren. Und dann müsste man den quasi mit in den G-Code reinschreiben. Über den Slicer. So. Ich kann am freien USB am Controlboard eine Webcam anschließen und mir die in Fluid anzeigen lassen. Ja, das ist natürlich auch cool. Du meinst im Board drinne, ja, direkt. Jetzt hier nicht oben, wo ich die... jetzt habe ich den USB-Stick rausgezogen. Hoffentlich, jetzt hört er bestimmt gleich auf zu drucken. Oder er hat einen guten Arbeitsspeicher. Ein First Layer übers ganze Druckbett. Wir können das ja mal machen. So, ich bin jetzt hier übrigens im Slicer drin, in Kidi Print. Wir suchen uns jetzt hier mal unsere Maschine aus. Das ist der XMAX 3. Der wird hier mit 220 mm die Sekunde geführt. Werden wir hier nochmal ein bisschen, gibt es so ein Tutorial. Ja, jetzt hört er auf zu drucken. So ein Scheiß. Weil ich gerade den USB-Stick rausgenommen habe. Scheiße. Das ärgert mich jetzt ja. Wie lange hat er gedruckt? Habt ihr da eine Zeit? Ja, das war mein Fehler. Ich habe den Druck abgebrochen, weil ich den USB-Stick rausgezogen habe. Das liegt nicht am Drucker. Aber wir brechen das jetzt ab. Und wir müssen einmal neu starten. Dieses Rausziehen des... USB-Sticks bei laufendem Betrieb hat er nicht gern gehabt. Also der First Layer ist etwas zu tief. Die Bauraumkühlung ist in Ordnung. Aber es lässt sich jetzt halt auch noch nicht wirklich viel dazu sagen. Ne? Das Ding ist halt durch mich abgebrochen worden. Sowas Blödes.
So, jetzt habe ich auch ein Bild drauf. Und wir starten den jetzt trotzdem noch einmal. Jetzt steht da auch 15 Minuten. Hallo Reini, moin moin, grüß dich. So, und für alle, die jetzt gerade enttäuscht auf das 15-Minuten-Benchy geschaut haben, das Ding ist nur abgebrochen, weil ich während des Drucks hier am USB-Stick rumgezogen habe. Und wir müssen das Ganze jetzt nochmal machen. Aber ich will die Tür ganz gerne zu haben, weil der doch sonst hier arg am Rütteln war mit der hohen Geschwindigkeit. Und durch eine offene Tür wird das natürlich alles sehr aufgeschaukelt, das System. So, und wir nutzen Sunlu-Filament. In weiß, matt. Und haben hier ein Benchy mit 15 Minuten. Auf dem neuen Kidi X-Max Nummer 3. Jetzt geht er wieder in die Vollen. Die Geschwindigkeit wird erst bei großen Objekten interessant, das stimmt. Und dann hat er ja Auslauf und kann seine Bewegungsgeschwindigkeiten ausfahren. Aber vielleicht lassen wir über Nacht mal einfach ein größeres Objekt drucken und halten die Kamera drauf. Warum nicht? Mein Laptop regelt irgendwie die Auflösung nicht nach, deswegen kann ich euch jetzt hier nicht viel von dem Kidi Slicer zeigen. Das ist eigentlich alles Cura-Style.
Wir haben hier die entsprechenden Profile von Kidi, wir haben Generic-Profile drin. Und ihr könnt von den Einstellungen her, seht ihr, das ist zu klein bei mir. Eigentlich alles einstellen, was Cura auch zulässt. Aber das macht hier keinen Sinn, sich das anzuschauen. Irgendwie spinnt meine Auflösung. Heute ist nicht mein Tag. Erst die Internetverbindung weg. Dann ein Marathon-Leveling. Ein rausgerissener USB-Stick. Und jetzt eine unstimmige Auflösung auf dem Laptop. Egal. Ich meine, die nutzen Fluid. Für den Drucker. Es funktioniert. Und wie gesagt, ihr könnt damit, passt rein. Ist gar kein Problem. 15 Stunden und ihr habt einen Helm fertig. Dafür ist sowas natürlich stark. Wenn man überhaupt 15 Stunden braucht. Also lautstärkenmäßig wirklich schön. Kein Vergleich zum Bambu. Wenn du das drauf machst. Hörst du gar nichts mehr. Also fast gar nichts. Ist mega ruhig. Luigi, die Lautstärke ist, wenn ich das Ding drauf habe, ich würde sagen, um ein Dreifaches niedriger bei dieser Geschwindigkeit, aber mindestens um das Doppelte niedriger. Ich habe hier nur ein Problem. Es geht hier nicht sauber rein oder bin ich da einfach nur zu doof für? Eine Seite passt nicht. Oder ich habe einfach... Also irgendwas stimmt hier mit der... Ich kriege die nicht sauber rein. So kann sie nicht passen. Aber jetzt bin ich mir auch nicht sicher, ob es hier wieder einen Trick gibt. Es ist
Mit Topcase drauf, extrem leise. Der wird meinen Race 3D Pro 2 ersetzen. Yep. Macht er locker. Ist ein geiler Drucker, der Pro 2, aber ist halt das Schönste daran sind diese mega fetten, diese Kugelspindeln, das ist der Hammer. Aber er druckt halt langsam und die Ersatzteile sind übelst teuer. Übrigens, die Ersatzteile sind hier auch relativ, wenn wir hier mal reinschauen, vom Preis her relativ fair. Wir können ja mal gerade schauen, für den X3 also ein komplettes Hot-End, gehärtetes Stahl, 36,99. Und zwar haben wir hier sogar ja, mit Belüftung, mit Thermistor, das Komplettpaket. Viel mehr ist hier noch gar nicht drin. Okay, die Drybox, ne, 60 Euro, das schon was für so eine Tupperdose, hätte ich beinahe gesagt. Aber hier die interessanten Dinger, 36,99, das ist ein fairer Preis für das komplette Hot-End-Set. Für Hochtemperatur oder für normale Themen. Und da ist dann auch wirklich alles dabei. Ich kann das ja mal ein bisschen versuchen, hier nochmal an die Kamera zu halten. Und anders als bei Bambo könnt ihr halt die Nozzeln hier wechseln, ne? Also hier, die sind herausdrehbar. Ich meine, bei Bambo sind die fest. Netzteil, beziehungsweise ich glaube 450 Netzteile sind hier unten drin. Jetzt habe ich gar nicht auf die Zeit geguckt, wie lange der schon druckt. Zwölf Minuten druckt er bis jetzt. Also es kommt hin mit 15 Minuten. Und ich glaube, damit hat er den Bambo auch geschlagen. Der lag nämlich irgendwo bei 17 oder 18 Minuten, wenn ich mich recht daran erinnere. Aber ihr könnt mich da gerne verbessern. Kugelumlaufspindeln. Genau, so heißt das. Und die sind krass beim Pro 2. Die sind echt geil. Ich glaube, die habe ich jetzt auch, den habe ich nur noch nicht ausgepackt. Ich habe einen Jupiter von Eligo, so einen riesen Resin-Drucker. Den habe ich von Kickstarter im letzten Jahr noch irgendwie bekommen. Und ich meine, der hat auch diese mächtigen Kugelumlaufspindeln drin.
Ja, die Silikonsocke kann ich abnehmen. Habe ich das? Hast du das gesehen? Kann ich gerne nochmal machen. So sieht das Ganze dann aus, ne? Das ist ohne Silikonsocke. Ich kann ja mal gucken, ob ich die rausschrauben kann. Ach ne, die ist ja jetzt nicht aufgeheizt, blöde Idee. Ob das Volcano ist, kann ich dir nicht sagen. Was verrät uns die Homepage darüber? Aber es sieht so aus wie eine Vulkanodüse. Also sie ist auf jeden Fall im Vergleich zu einer normalen viel länger. Und sie ist länger als die verlängerte Düse vom Ender 5 S1. So, er ist fertig. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Sechzehn Minuten steht hier. Also, ich glaube, ihr könnt da jetzt nicht viel sehen. Die Lüftung ist super. Wir haben wenig Stringing. Wir haben jedoch hier so Artefakte drauf. Ich denke mal, das Licht. Na, ich weiß nicht, ob das an den Vibrationen liegt. Aber das ist ordentlich geworden. Also für den ersten Wurf und dafür, dass man jetzt hier noch nicht viel gemacht hat. Beziehungsweise wir haben ja auch nichts gemacht, das war eine vorgeslicete Datei. Könnt ihr jetzt erstmal sowas erwarten, wenn ihr mit dem KiDi X-Max druckt auf der ganz hohen Geschwindigkeit? Das kann man echt schlecht sehen, ne, Leute? So.
Tja. Also er hat hier vorne so ein paar Reihen, wo ich sagen würde, da sind Vibrationen drauf. Aber nun steht er natürlich auch mit meinem Tisch hier auf einer auf einer echten Wackelbank. Minuten, 6 Sekunden laut meiner Stoppuhr. Laut dem hier, und ich glaube, der rechnet mit Aufheizphase, waren es 16 Minuten. Aber das kann auch die Zeitverzögerung sein. Ja, Luigi, damit kann man arbeiten. Ich versuche es gerne mal in Silber, aber nicht mehr heute Abend. Riley. Ja, der Tisch ist scheiße. Also da muss ich mir was einfallen lassen. Der Tisch ist halt, guckt euch das an. Da kannst du nicht mit, ne? Das ist, da kannst du ein Kosmetik-Täschchen draufstellen, aber mehr auch nicht. Keine 3D-Drucker. Wer hat sich das ausgedacht? Das hier, das ist stabil. Das Ergebnis ist out of the box super. Ja, finde ich auch, Robin. Gepaart mit der extrem geringen Lautstärke, die der Kili jetzt von sich gegeben hat. Dem großen Bauraum, den er hat. Die Möglichkeit hier wirklich noch eine Heizung anzuschmeißen. Er hat ja eine Bauraumheizung. Ist das ein wirklich super interessanter Drucker. Besonders für den Preis gerade. Wie gesagt, 1159 waren es, meine ich, jetzt noch bis Juni ist es der Einführungspreis. Dann steigt das Ganze auf knapp 1400. Mein X2 braucht eine Stunde für ein Bändchen, sieht auch nicht besser aus. Ja. Ja, ich bekomme von Creality den K1, den bekomme ich noch. Den, ich meine den normalen, nicht den Max. Ich glaube, der Max kommt auch erst später raus. Bei dem Tisch klappt das nicht mit dem Input-Shaper. Fred, ich meine, du hast recht. Ich will das jetzt auch nicht absprechen. Das kann so sein. Input-Shaper auf den Tisch konfigurieren. Ja, Jungs. Ist jetzt wieder super spät. Wir haben gleich den nächsten Tag geknackt. Ich glaube, für ein erstes, soll ja nur ein Unboxing und ein erster Testdruck sein, haben wir das gut über die Wupper gekriegt. Und ich freue mich, dass ihr mich hier begleitet habt. Ich werde im Nachhinein natürlich nochmal ein dedizierteres Video erstellen. Kili wünscht sich von den YouTubern, ja, von uns Bibis, einen direkten Vergleich, am liebsten mit einem BambuLab X1. Mal schauen, wie ich dass ich das hier irgendwie hinbekomme. Ich werde die jetzt nur nicht beide auf den Tisch stellen, dann glaube ich, dann war es das komplett, da muss ich mir irgendwas anderes überlegen. Aber so in die Richtung wird das gehen, dass wir die beiden mal gegeneinander antreten lassen, uns dann nochmal anschauen, wie sich so ein paar Hochtemperaturfilamente verhalten. Aber in Summe bestätigt er jetzt meine Erwartungen, die ich aufgrund des ersten Kili, den ich geliebt habe, mein X-Max 1 gehabt habe. Funktioniert das alles soweit? Und dann müssen wir nochmal in einer ruhigeren Minute, wenn mehr Zeit da ist und weniger Publikum bei dem Drucker, so ein bisschen in den Deep Dive reingehen. Großartig. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch allen einen wunderschönen Abend. Habt morgen einen schönen, ich hoffe, sonnigen Sonntag. Bei uns wird es morgen regnen.
Und dann sehen wir uns die Tage wieder. Und wenn ihr Bock habt, liked den Stream, das ist immer gut für den Algorithmus. Und wenn ihr das Ding wirklich noch zum geilen Preis erwerben möchtet, nutzt meinen Affiliate-Link unten. Ne? Dann kann ich mir auch einen neuen Tisch kaufen, der nicht so wackelt. Und das nächste Mal funktioniert dann auch der Input-Shaper. Also, macht's gut. Habt einen schönen Abend. Freue mich, dass ihr dabei gewesen seid. Bis zum nächsten Mal. Und ihr wart ein geiles Publikum. Besser geht's nicht. Bis dann. Ciao, ciao.